Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bliss News. Und diesmal gibt es richtig dicke News, denn der Vorverkauf von Warlords of Draenor hat begonnen. Das heißt, man kann sich jetzt zum Beispiel im Lounger hier, im Blizzard Lounger, die digitale Version eben von Warlords of Draenor gönnen. Da gibt es einmal die Standardversion für 45 € und einmal die digitale Deluxe Edition für 60 €, wo noch ein Mount mit dabei ist. Es ist eine, so eine Standarte für Diablo 3 mit dabei und verschiedene Porträts für StarCraft 2. Und ja, könnt ihr einfach vorbestellen. Mit inbegriffen ist der sofortige, jetzt schon der sofortige Charakterboost auf Stufe 90. Das heißt, wer jetzt vielleicht mit WoW aufgehört hat oder so, hat vielleicht einen Anreiz, sich jetzt doch Warlords of Draenor inklusive WoW jetzt zuzulegen und dann instant auf 90 eben zum Beispiel Raids mitzulaufen oder sonst irgendwas. Meine Meinung zu dem Charakterboost kennt ihr, von daher gehe ich da auch nicht weiter drauf ein. Ja, generell finde ich den Preis ziemlich teuer, da setzt sich das Ding von Diablo 3 Reaper of Souls eben fort für eine Expansion, ob man da wirklich jetzt 45 € verlangen muss, sei mal dahingestellt. Ist auch ein anderes Thema, aber es ist eben so. Der Vorverkauf hat begonnen. Es wird mit Sicherheit auch noch Anbieter geben in Zukunft, wo man ja quasi das Angebot vielleicht früher, nicht vielleicht früher, sondern vielleicht günstiger in Anspruch nehmen kann. Und schauen wir einfach mal. Ein offizielles Release-Datum hingegen ist noch nicht bekannt. Blizzard hat noch nichts verlauten lassen, wann es denn rauskommen sollte. Lediglich den Herbst als Erscheinungstermin quasi abgesteckt, aber das ist eben ja ein sehr breites Release-Datum. Ne? Das heißt, wenn jetzt irgendwo steht bei Amazon oder sonst wo, Warlords of Draenor kommt am 12.12. raus, dann ist es, solange noch kein offizielles Release-Datum seitens Blizzard bestätigt wurde, nichts mehr als ein Platzhalter, was nicht heißt, dass es wirklich zu dem, ich nehme jetzt einfach Amazon, zu dem Amazon-Release-Datum rauskommen muss. So, wie gesagt, Platzhalter, solange nichts von Blizzard offiziell bekannt gegeben wurde. So, und ja, das hat natürlich im Herbst soll es erscheinen, das hat Blizzard verlauten lassen. Es ist natürlich, ne, Herbst ist relativ breit gefächert und von daher hat es von der Entwicklerseite natürlich den Vorteil, dass sie noch Zeit haben zum Entwickeln und von der Marketing-Sparte von Blizzard sehr wahrscheinlich, dass das ganz einfach das Sommerloch übersprungen wird. Das heißt, im Sommer spielen weniger Leute, weniger PC-Spiele. Und ja, die Verkaufszahlen wären auch einfach sehr wahrscheinlich nicht so hoch, wenn man es im Sommer releasen würde. Und damit ja, überspringt quasi Blizzard das Sommerloch und bringt das Spiel bzw. die Expansion erst nahe des Winters raus. Und aus Konsumenten- und Spielersicht ist natürlich der Riesennachteil, dass wir quasi in Drachenzähle 2.0 oder ICC 2.0 erleben. Blizzard hatte schon vor langem angekündigt, dass der Orgrimmar Raid der letzte Raid sein wird. Das heißt, wir haben jetzt noch ein halbes Jahr hin, bis Warlords of Draenor erscheint, zumindest so ungefähr. Und ja, in dieser Zeit läuft eben der momentane Content weiter. Der ist jetzt schon eine lange Weile draußen. Und ob da noch irgendwas getan wird, mag ich einfach mal zu bezweifeln. Es war in der Vergangenheit auch nicht so. Es wurde zwar, ich weiß gar nicht, wann es war, was mit ICC, mit Lich King, der Halion Raid eingeführt, wo in einer instanzierten Zone ein Boss zu sehen war. Schauen wir einfach mal. Die neue PvP-Season hat begonnen, aber ob das jetzt unbedingt, ne, so wirklich viel Content ist es auch nicht. Schauen wir einfach. Die nächste große Änderung bezüglich Warlords of Draenor wird in einem Entwicklerblog rund um die Gesundheit und Heilung in Warlords of Draenor verraten, denn da wird sich einiges tun. Blizzard hat vor, die Gesundheit in Warlords of Draenor zu verdoppeln. Das heißt, man könnte es auch eigentlich in den jetzigen MOP-Content ummünzen. Die Gesundheit wird verdoppelt, im Gegenzug dazu wird die Heilung aber nicht verdoppelt. Das heißt, man soll das Gefühl bekommen, zum Beispiel im PvE, im Raid, den Tank nicht konstant ständig bei 100% Hitpoints haben zu müssen, um ja, die nächsten zwei Schläge zu überleben, sondern man kann auch ruhig mal auf 70% fallen lassen und er wird trotzdem die nächsten 2-3 Schläge überleben. Und die Heilungen werden nicht angepasst, beziehungsweise soll nicht den doppelten Wert eben haben, sonst hätte man im Endeffekt ja das gleiche wie vorher, sondern man soll mana-effizienter heilen lernen wieder. Und ja, das Ganze hat einen relativ coolen Hintergrund, ne? Dass man das Ganze wieder ein bisschen schwerer macht, ein bisschen schwerer Design, ein bisschen den Spieler mit einbindet, soll ich jetzt große Heilungen benutzen oder nicht. Ja, es werden auch einige Heilungen gestutzt, das heißt, es soll weniger Heilspells geben,
Das Ganze unterteilt dafür in heileffiziente Spells und mana-effiziente Spells. Welche das sind, könnt ihr in dem Link, den ich euch in die Videobeschreibung post, ganz einfach mal reinschauen. Da ist das Ganze schön quasi aufgegliedert und da wisst ihr genau drüber Bescheid. So, das Ganze wirkt sich natürlich auch auf PvP aus, denn Blizzard hat vor, in Warlords of Draenor Abhättung weitestgehend abzuschaffen, was eine coole Sache ist. Generell bin ich nicht so unbedingt der Freund davon, so viele PvP-Stats einzuführen, wie PvP macht. Abhättung ist ja ist ja auch ein PvP-Stat, der nur im PvP Verwendung findet und jetzt gar nicht mehr so auf Equipment ist, sondern standardmäßig vorhanden ist. Davon will Blizzard Abstand nehmen und diese doppelte Gesundheit sorgt auch einfach dafür, dass es weniger Burst-Spitzen gibt und das Ganze ein bisschen, ja, ich mag jetzt nicht sagen, in die Länge zieht, aber so ein bisschen eben weniger Burst-lastig wird. So, dann gibt es noch eine große und gravierende Änderung, was die Heilzauber betrifft. Momentan befinden sich ziemlich viele Heilzauber in dem Spontanzauberstatus. Das heißt, man kann sie wirken und kann quasi im Sinne von PvP jetzt nicht mehr dabei unterbrochen werden oder kann nicht dabei unterbrochen werden. Das wird sich auch ändern. Das heißt, es werden vielen Spells eine gewisse Zauberzeit einfach dazugegeben, um die im PvP so ein bisschen konterbarer zu machen. Und auch vielleicht weg von diesem CC ist alles Gedanken zu kommen. Denn wir wissen alle, ne, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Druiden. Ein Druide hat so viele Instants, so viele Hots oder einen Disziplin Priest, dass es relativ schwer ist, überhaupt zu silenzen, beziehungsweise überhaupt zu kicken als Schurke zum Beispiel oder zu pummeln als Krieger. Und es wird jetzt diversen Spells eben eine Zauberzeit hinzugefügt. Wildwuchs zum Beispiel von Druiden bekommt eine Zauberzeit von 1,5 Sekunden. Erbauung vom Mönch bekommt eine Zauberzeit von 1,5 Sekunden. Priester, Kaskade, göttlicher Stern und Strahlenkranz hat jetzt 1,5 Sekunden. Und Gebet der Besserung hat 1,5 Sekunden. Mehr dazu findet ihr auch wieder im Link in der Videobeschreibung. Da steht es auch mit dabei. Und das ist generell, finde ich, eine coole Sache, ne? Arena zum Beispiel ist relativ viel abhängig oder eigentlich fast nur abhängig vom CC. Wenn der CC richtig sitzt, burstest du jemanden um und wenn nicht, dann eben nicht. Und das bringt so auch diesen Silence ein bisschen zurück von zum Beispiel Melee-Klassen, die nicht wirklich eine Stille jetzt zum Beispiel casten können, wie ein Magier das kann oder wie ein Priest, wie ein Shadow Priest. Dann kommen wir kurz zu der Charakteraufwertung. Ich habe es schon in der ersten News erwähnt, die Charakteraufwertung ist jetzt live und jeder, der sich jetzt Warlords of Draenor vorbestellt, der kann auch einen Charakter jetzt schon auf Stufe 90 boosten. Mit beinhaltet sind einige, ja, Sachen, die man quasi als frischer 90er braucht für einen Start. Da wären zum Beispiel 150 Gold dabei, 4 Glutzeitentaschen. Für mehr Inventarplatz, die jeweils 22 Plätze eben beinhalten. Dann noch ein Stapel mit 20 Essensgegenständen. Ob das jetzt wirklich so ein Must-Have ist, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das ist mehr, dass man es eben hat. Dann ein komplettes Set zur gewählten Spezialisierung. Spezialisierung! Das heißt, bevor du deinen Charakter boostest, darfst du entscheiden, welche Spezialisierung du ihn boostest. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Krieger habe und möchte den gerne als Schutzkrieger spielen, dann wähle ich meinen Krieger aus und dann kann ich auch die Spezialisierung Schutz wählen, dann booste ich den und dann hat er komplettes Schutzequipment. Wohingegen ein Waffenkrieger dann eben Equipment hat für einen Waffenkrieger. Ja, sollte der Charakter schon, blaue Qualität hat das Set übrigens, ne? Item Level 483. Und sollte der Krieger dann schon Stufe 60 haben, wenn ich ihn booste, mindestens Stufe 60, dann bekommt er, weil er eben 60 Stufen übersprungen hat in dem Charakterboost, dann bekommt er als Ausgleich dafür seine zwei Hauptberufe auf Stufe 600 bzw. auf Fertigkeit 600 geboostet und Erste Hilfe. Dafür muss der Charakter aber mindestens Stufe 60 sein. Man bekommt ein fraktionsspezifisches Flugreittier, sollte klar sein, ne? Dass man was zum Fliegen hat. Man bekommt die Fähigkeit gekonnter Reiter, das heißt, der ist ein Rang unter der maximalen Fluggeschwindigkeit, was eine coole Sache ist. Und man bekommt die regionalen Flugfähigkeiten, das heißt zum Beispiel Kaltwetterflug für Nordend, Kalimdor, östliche Königreiche und auch für Pandaria. Da kann man auch fliegen. Das heißt, da sei da für den Start gut gerüstet. Und das war's zu Warlords of Draenor, der Charaktererweiterung.
Okay, das war es doch nicht ganz. Ich habe gelogen, um euch einfach mal zu zeigen, wie das aussieht, wenn ihr euren Account quasi erweitert habt mit Warlords of Draenor. Seht ihr hier Charakteraufwertung auf Stufe 90. Viel Spaß in Warlords of Draenor. Hey, das würde ich gerne sehen. Viel Spaß in Warlords of Draenor, zumindest jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt. Hier ist die Charakteraufwertung, die beim Kauf von Warlords of Draenor inklusive ist. Das heißt, ich kann mir jetzt hier einen Char aussuchen, ganz egal welchen, Paladin zum Beispiel, oder erstell mir einen neuen, dann kann ich hier auf jetzt aufwerten klicken und kann den sofort mit Spezialisierung aufwerten, mit einer Spezialisierung, die ich gerne möchte. Und ich habe gelesen, hier im Shop soll es auch schon vorhanden sein und es ist auch tatsächlich so. Das heißt, hier kannst du dir im Shop nochmal eine Charakteraufwertung für 50 Euro dazu kaufen, wenn dir ein Charakter auf Stufe 90 nicht reicht oder wenn du Warlords of Draenor nicht spielen willst, sondern nur den Charakterboost quasi in Anspruch nehmen willst. 50 Euro für einen Stufe 90 Char. Wie gesagt, ich habe mich schon mal zu diesem Charakterboost-Gedöns geäußert. Und von daher war es das jetzt wirklich zum Charakterboost. Und dann haben wir noch Hearthstone im Gepäck. Es sind schon einige, beziehungsweise zwei eigentlich Änderungen für den kommenden Patch bekannt, der letzte Patch vor dem Release sein soll, vor dem offiziellen Hearthstone Release. Und darauf werde ich kurz eingehen. Das betrifft eine Karte, die ich mir im letzten Video, ne, mit den 80 Packs auch selbst hergestellt habe. Und deswegen geh ich ganz kurz auf die Karten ein. Das betrifft nur zwei allgemeine Karten, zwei Legendaries. Das betrifft einmal hier diesen Tüftlermeister. Wenn ich ihn jetzt auf Anhieb finde, wo ist er denn? Ich meine, er kostet 3 Mana. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo bist du? Hier, Tüftlermeister Oberfunks. Der wird meistens benutzt, um irgendwelche entweder großen oder Schlüsselkreaturen in irgendwas zu verwandeln. Entweder ein Teufelsaurier oder ein Eichhörnchen. Wenn man Glück hat, ein Eichhörnchen, wenn man Pech hat, ein Teufelsaurier. Damit spart man sich quasi eine Karte zum Silenzen. Oder man kann andere Legendary, wie zum Beispiel Ysera, einfach ihres Effekts berauben. Und ist generell eine coole Karte, die wird im überwiegenden Fall zu eben dieser Situation bzw. für eine solche Situation benutzt. Und die wird ganz einfach ein bisschen angehoben von ihrer Statistik. Das heißt, aus den zwei Angriff, zwei Lebenspunkten werden drei Angriff, drei Lebenspunkte gemacht, damit sie auch quasi eine vollwertige Dreierkarte ist, mit einem Kampfschrei-Effekt eben. Dann gibt es noch für den Ned Pagel eine Legendary, die ich noch gar nicht habe. Ich drücke hier mal drauf. Am Ende des Zuges besteht eine Chance von 50%, dass ihr eine Karte zieht. Für 2 Mana-Punkte kostet die Karte, wenn du die legst. Und die soll auch ein wenig genervt werden, weil sie aktuell zu stark ist. In Runde 2 4 Lebenspunkte wegzuhauen ist für viele relativ schwer und sie hat eben eine hohe Chance, dass du eine Karte ziehst. Abgesehen davon kann man eben einen Spot draus bauen oder so mit einer. Wie heißt sie denn hier, die Klerikerin plus 1/1 zu verpassen, und damit ist er extrem stark. Die soll genervt werden, inwieweit sie genervt wird, weiß man noch nicht, hat Blizzard sich noch nicht dazu geäußert. Ist generell für 2 Mana-Punkte so viele Karten, die man ziehen kann, wenn man sie vielleicht auch noch mit dem Spott schützt, und dann ist es wirklich eine ziemlich starke Karte. Im Vergleich zu Mana-Flut-Totem zum Beispiel vom Schamane, was zwar eine 100% Chance hat, eine Karte zu ziehen, kostet aber 3 Mana und hat nur 3 Lebenspunkte. 3 Lebenspunkte stirbt gegen die meisten 2er Kreaturen. Das heißt, wie zum Beispiel gegen den Bomber oder gegen den stinknormalen 2er Raptor, da stirbt die Karte die eben nicht. Und es macht sie schon ziemlich OP stark. Das war's zu der neuen Folge Blizz News. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn ja, kannst du die gerne positiv bewerten. Und in diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.